Guten Morgen, liebe Leute. So, ich habe jetzt das Auto von zwei Straßen weitergeholt. Wir fahren jetzt zur Schule. Ach, und eins wollte ich noch loswerden. Ich wollte mich natürlich bedanken für all die lieben Gratulationswünsche für meine Tochter zum 8. Geburtstag. Also, danke. Ja, das habe ich nicht vergessen und so. Und also, das ist wirklich nett. Da freut sie sich natürlich auch sehr. Ich freue mich sehr. Und ja, so ein bisschen. Gestern habe ich wieder ein bisschen rumgemeckert am frühen Morgen. Und muss auch mal sein. So, da sind wir. Jetzt fahren wir. Nein, ich habe vergessen zu bestellen. Scheiße. Das hat jetzt die Kamera gefilmt. Na, kann sie doch. Zu bestellen. Oh, aber das ist dann zu spät. Ich bin einfach eingeschlafen. Cool. Cool, ja. Gott, ich hätte Küche. Scheiße. Lass mal die Prioritäten mal ein bisschen anders setzen. Ich habe ja vergessen zu bestellen. Jetzt muss ich das jetzt kurz machen. Aber wie gesagt, was braucht man schon dringend? So, ich muss in den Keller. Ich bin schon zu spät jetzt. Stehen wahrscheinlich schon unten und stapeln sich die Aufträger. Ja, das wäre schön. Naja, weiß ich nicht, ob das so schön wäre. Voll in den Stress drin zu fallen. So, wow, bumm, jetzt hier mal, wo bleibst du denn? Ja, Hilfe! Totenstille. Keiner da. Nicht verpasst. Oh, der süßliche Geruch der Verwesung, wenn man hier runterkommt. Ist das nicht schön? Nee, das ist nicht. Und deswegen wollen wir keine Biotonne. Ab 2019. Stell mal vor, noch eine Biotonne hier unten. Ey, das wäre ja furchtbar. Also, es gibt doch jeden Tag irgendwas, worüber sich der Tommy aufregen kann. Der 365 Tage Aufregelkanal. Show, 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 show. Liebe Leute, es geht los. Und zum ersten mit. Will ich gar nicht mit was. Leider ist er nicht lieferbar, was ich benötige. Ich fange an. Ich packe raus, dekoriere draußen schön und dann mache ich los. Ich fasse es nicht. Ich habe die Birne gestern Abend reingeschraubt. Und schaut euch das an. Was ist denn das? Alter, ich reg mich auf. Ich reg mich auf über so was. Die ist kaputt. Alter, die ist einfach kaputt. Verficktes Steuergerät ist kaputt. Oh Mann. Das ist natürlich geil. Ich kann die als Stromo verkaufen. Die hat auch so eine Blinkfrequenz, dass die macht dich voll irre. Wenn du das eine Weile anguckst, dann wirst du. Kriegst du so ein. Scheiße. Beim Oxidatis. Wenn man das abkriegt, mal gucken. Wie ein Malwerk. Ja, hört sich auch jemand so an. Jetzt noch mal. Kommt. Oh, jetzt ist. Und die Halterung ist. Die passt nicht, oder was? Nee, das Gegenstück, da ist so eine Nase abgebrochen. Ja, okay. Deswegen hält es jetzt einfach gar nicht mehr. Nachdem ich mich erfolgreich über die Glühbirne aufgeregt habe, die keine mehr ist heutzutage, sondern eine LED-Lampe, werde ich jetzt ein Single-Speed-Kit bauen für Schraubkranzräder.
Das Problem ist ja Single Speed Kits, also diese Single Speed Spacer Set etc. pp. Gibt es ja eigentlich nur für die normalen. Was wollte ich denn sagen? Also diese Single Speed Spacer Sets, die gibt es ja immer nur für Kassettennamen. Und manche haben eben auch noch den Wunsch, einen Schraubkranz einfach abzubauen und dann eben den auf Single Speed umzubauen. Wie man das macht, zeige ich euch jetzt. Und zwar mit Hilfe von zwei ganz billigen, nehme ich jetzt mal, man kann auch ganz teure nehmen, wäre aber Blödsinn, ganz billige Schraubkränze. Die schraube ich jetzt auseinander, das sind ja Schraubkränze, deswegen schraube ich die auseinander. Die schwarze Witz, bitte mal lache. Und zwar wie folgt. Also zuerst mache ich hier meinen Abzieher rein, dann setze ich den Schraubkranz auf. Dann schraube ich den ab. Den brauchen wir als Verschlussglied. Brauchen wir den. Dann können wir den runternehmen. Darf ich jetzt überhaupt hier sehen? Ja, also ich habe es abgeschraubt hier, dieses Verschlussglied hier abgeschraubt. Dann nehme ich den, brauchen wir noch als Verschlussglied. Den nehmen wir runter. Den nehmen wir runter. Den nehmen wir runter. Das sind die Spacer, die wir unbedingt brauchen. Und das nehmen wir alle drunter. Präzise vom Feinsten. Oh Mann, was gibst du denn um? Ey, was ist denn das überhaupt für ein Arbeitsplatz? Der zweite. Uff. Was? Hä? Wie? Hier ist Felix. Guten Morgen. Ach hier. Was will der Felix? Der Shop. Der Felix will fragen, ob er sich bitte für einen Tag nützlich machen könnte. Vielleicht. Oder einen halben. Ich dachte, das geht so nicht weiter, dass ich hier. Ja, hallo, erzähl's mir jedes Mal und so Scheiß. Ja, klar, nee, ich meine ja. Um die Uhrzeit irgendwie die Leute anzuhauen und so macht keinen Spaß. Ich bin gern drüber. Produktive ja, tun. Genau. Der Felix will ja, was Produktive tun. Ob du mich für Felix, du bist dann bei YouTube mit dabei. Ja. Wenn das okay ist für dich. Okay. Weil ich mache hier immer alles auf YouTube, weißt du? Ach so, damit Leute sehen, wie was funktioniert. Ja, damit genau, wie das funktioniert. Also wenn das okay ist für dich. Ja. Naja, klar. Ich habe ja immer ein offenes Ohr für dich. Das soll uns eigentlich sagen. Cool. Na ja, gut. Und sich später halt die Puzzlei. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Fakt ist, haben wir hier. Wir sind doch später in die Massenproduktion gegangen, oder? Rose selber hat ja geile Räder gebaut. Früher, also ganz früher schon. Okay, also der Firmenhauptsitzhocker oder weil das Alu billiger zu haben? Keine Ahnung, weil sie da einfach eine geile Serie. Die Serie haben sie ja eingestellt, Red Bull gibt es nicht mehr, wahrscheinlich wegen Red Bull, wegen der. Ne? Okay. Wahrscheinlich habe es da Marken. Ach, die sind gar nicht von da. Nein, das ist nicht diese Red Bull. Ich habe mich gewundert, ja, warum denn? Nein. Dann dachte ich, weil die doch überall ihre Dinger drin haben, ne, mit dem Sponsorium. Und dann dachte ich, okay. Ja, nee, wann? Halt, nee, aber doch. Stimmt, das ist ja viel älter, so lange gibt es ja Red Bull noch gar nicht. Ne? Nee, Red Bull, naja, 88 oder 87. Okay, oder damit angefangen, dass die sich so in den, ne, in den Extremsport Dings da eingeklinkt haben. Das vor Red Bull war es Bogner. Ja, das ist ja Gott sei Dank total leicht. Ja, voll, macht Spaß. Dafür. Und ich wollte das eben nicht bauen. Ich dachte mir, das soll auch schön leicht bleiben. Schöner City-Flitzer werden. Ja. Wir hatten Austauschfeuerwerk. Ja, das ist schon ein Austauschfeuerwerk. Die hatten auch Winterkampf. Wolfgang kommt. Wolfgang, was los? Hast du mal verwechselt oder was?
Ja, ich höre. Da musst du mal die Pupille schärfen. Nee, der Alex hat mich schon wieder verrückt gemacht. Der Alex? Der ist schon wieder 2 Tage Arbeit, 1 Tag zu Hause. Das gibt's doch ja auch nicht. Was soll 2 Tage arbeiten, 1 Tag also, zu Hause, geht ja immer. Ich war raus, so gerade, wo bist du, Teilung raus, die Hummel lassen? Nee, da bin ich gestern Abend. Ich war gestern Abend um 6:30 zu Hause. Bin noch nicht mal da, klingelt der Telefon, zweimal kommt die, ruft der Idiot da, wann kann ich denn kommen? Der will sonntags im Flohmarkt stehen. So, und ich bin, er ist abendrot, guck mal mit aus dem Fenster, 5 Minuten, lieg auf der Couch, schlafe ich ein, werd neuner. Warum hab ich das nicht gemacht? Warum hab ich das nicht gemacht? Da geht's jetzt zur Theater wieder los. Brandenburger Kühe fraßen sich tot. Was ist denn das, ey? Angeblich, gestern haben wir die Kühe. Angeblich, einer hat gesagt, haben sie die Kühe, was sie fressen, wir waren nicht tot. Haben sie so viel gefressen, dass sie alle umgekippt sind. Bei Tierschützer die Stelle öffneten. Sehr gut. Bei Tierschützer die Stelle öffneten, haben sie sich tot gefressen, also diesem verfickten Kraftfutter. Ja, haben sie ohne nachgedacht. War wieder so eine. Ja, dann lieber ordentlich schlachten als totfressen, Alter. Überleg mal, wie die platzen von dem Kraftfutter. Und Dennis ist denn hier? Dennis war nicht da. Nee, Dennis war nicht da. Nee, dafür ist Felix da. Felix ist heute da. Felix. Das ist Felix. Felix, kenn ich, der hier sehe. Das ist Felix, das ist Wolfgang, Fensterwolle. Ja, vom Sehen müssen wir. Ja, vom Sehen, der hängt immer am Fenster hier. Fragt auch, ob das Nee, der ist nicht so. Der ist nicht, das ist ein harmloser. Ja, ich bin harmloser. Du bist harmlos. Ja, im Gegensatz zu der Oma, Freunde. Die Oma war nicht harmlos. Die Oma immer gleich. Du Arschloch. Lebst du Arschloch? Der war da jetzt haben wir 10, ich hab den mehr geschafft. Ja. Therapiestunde hier heute. Wahnsinn. Der Felix ist da. Das ist halt ein Langzeitpatient eigentlich von mir, wenn man so will. Der ist richtig hart auf Drogen. Und er hat aber immer wieder den Anspruch, dass er davon wegkommt. Also er will immer irgendwie weg und ich kann da nicht mitreden. Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Ob das schwer ist, ist es mit Sicherheit schwer. Aber wie schwer das tatsächlich ist, das sieht man eigentlich an ihm. Er verfällt ja nur noch. Jetzt gebe ich ihm ein bisschen Beschäftigung und ich weiß, das Geld, was ich ihm gebe, setzt er in Drogen um. Das ist dann. Aber irgendwie habe ich so die Hoffnung, dass er irgendwann in Therapie kommt, dann rauskommt und dann vielleicht kann er sogar hier arbeiten. Da habe ich nichts dagegen. Schuldet mir auch noch Geld, aber das alles egal. Wie soll man den Leuten sonst helfen? Der kennt sich aus, der kann schrauben, der ist eigentlich richtig gut. Aber Drogen hier, Heroin und oh, Gottes Willen, ey. Fangt nicht damit an, bitte. Niemals, ey. Ich hab das immer von der anderen Seite kennengelernt. Immer als derjenige, der mit den Leuten zu tun hatte, die voll doof waren. Und das hat mich so abgeschreckt, dass ich nie das Bedürfnis hatte, zu probieren. Ich hab's noch nicht mal probiert. Ich hab noch nicht mal gekifft oder irgendwas. Noch nie gezogen. Nichts, ja, nichts. Ja, also, klar, hab ich mal Alkohol getrunken. Ja, das hab ich mal gemacht. Aber das war hart. Ey, nie gekifft, nie irgendwie LSD-Pillen und was weiß ich, was da alles gab. Nichts. Bin alle bescheuert. Wurde mir so viel schon angeboten. Hier willst du mal ziehen, Coca und so ein Scheiß. Nee, kein Bock. Nee, lass mal. Immer einen klaren Kopf behalten. Das ist wichtig. Mann, ey. Wenn ich sehe, wie fertig der ist, dann ist es doch gut so. Genau, er muss weg. Wird ja aufgeschraubt. Und dann, wenn da sind ja noch 2 andere hier, da kommt auch noch eins. Da ist auch noch einer zu machen. Ja, diese Gel-Dinger, die sind, ja, die trotzen ein. Bis jetzt Gott sei Dank noch nicht, aber wenn du eben. Jo, gucken wir mal, wie er sich macht. Und kann er öfter kommen. Vom Betteln kriegt er natürlich mehr.
Kohle zusammen. Muss man ihm auch hoch anrechnen, muss man sagen. Das ist natürlich einfacher für ihn. Er geht durch die Straßen und quatscht die Leute voll. Dann kriegt er 30, 40 Euro am Tag, bestimmt. Wenn nicht sogar noch mehr. Jetzt geht er arbeiten dafür. Kommt 20. Wenn er mir da zwei, drei Räder fertig macht, dann ist das gewonnen. Also, die sind ja fahrbereit. Nur überprüfen. Na, mal gucken. Habe ich jetzt überhaupt schon gezeigt, wie hier mit dem Freilaufkörper, mit dem Ritzel das aussieht? So sieht das aus. Na, hier läuft dann die Kette rum drauf. Das ist schön leicht, das sieht ganz geil aus, schön industriell. Mal gucken. Ich kann sehen, dass das nicht passt. Doch, doch, das passt. Naja. Oh, also, bist du rein, oder? Bist schon wieder nervös? Ja. Warum? Jetzt machen wir diese Schlurre hier fertig. Diese Vollschlurre. Korb. Okay, den machen wir fest mit Kabel an. Jetzt sind wir. Felix moderiert draußen. Ich kann auch nicht einfach nur ja sagen. Die müssen immer so viel erzählen. Also ich weiß nicht, wie lange. Ich habe nicht so zum Laden. Den Kopf haben wir schon mal fest. Ist das Hinterrad noch problematisch? Na, wir sind so eine Generation, ne? Der Felix, der ist auch, der hat es halt irgendwie nicht geschafft. Der hat die falschen Leute gehabt, vielleicht den falschen Umgang. Das ist da fühle ich mich so ein bisschen verbunden und da fühle ich mich so ein bisschen mitverantwortlich. Ich meine, ich habe ja auch Familie, um die muss ich mich natürlich in erster Linie kümmern, aber eben auch so ein bisschen aufs Umfeld zu achten und auf die Leute, die einen so umgeben, ist ja gar nicht so verkehrt und ein bisschen drauf einzugehen. Also es fängt ja an mit einem Gespräch mit den Nachbarn, so wie mit Wolfgang zu quatschen, fängt es ja an. Aber es ist eben halt auch so was, ne? Auch wenn hier ein Besoffener umkippt oder so, dann hingehen oder gucken, was ihm nicht passiert ist und so eine Sache. Das gehört einfach mit dazu, ein bisschen Aufmerksamkeit für die Leute, für die Nachbarn, für die Umgebung, für das eigene Umfeld. Ja. Finde ich wichtig. Tja, und hier sieht man schon, das nicht mehr vorhandene Lager sieht man quasi schon. Also man sieht natürlich nicht das nicht vorhandene Lager, aber man sieht, dass das Lager kaputt ist. Da kommt ein neuer Lagerring drin, dann ist das schick. Das ist ja nur ein ganz normaler Keller, den ich mir umgebaut habe. Ja, das habe ich gesehen. Wir sind auf dem Laufenden. Guck mal, was das für ein Fahrstein ist. Wenn ich zu Hause was mache, dann wackeln die immer gleich. Ja, ja. Der ist ja für unterwegs eigentlich. Ja, okay. Der Feedback irgendwie, den kannst du. Das ist ein total geiler Ständer. Ja, ja, ich habe schon. 250 Euro. Habe ich gesehen bei Amazon. Ja. Oder sowas, so ein Scheiß. Und. Aber der hat nach zwei Jahren dann. Aufhört zu funktionieren hier in der Verbindung. Also habe ich, sprich, festgemacht, die Schraube durch. Alles bekannt. So, und dann habe ich eben
das Ding noch dran, diesen Antikenständer, weil mit dem Antikenständer kannst du ja keinen Radfrack mehr einspannen. Da, ich meine, brisst ja die Rahmenkappe. Ja, ja, der geht allerdings hoch, ja. Wie so eine Presse, war. Weg. Ja, muss jetzt kann man mal ruhig ordentlich was machen dran. Ja. Seitdem hält das Ding, ja, ja. Aber wie Bombe. Ich hab gewunken, ja. Hier wollte der Wolfgang noch guten Tag sagen. Der kam jetzt extra an hier. Ja. Wolfgang, du hast Fans. Ja, Wolfgang, genau. Die kennen dich. Ja. Hallo. Ach, hier ist er. Das wisst ihr nie, woher, wa? Nee, woher denn auch? Kann er ja nicht. Wir kennen nur aus Internet. YouTube. Wolfgang, die kennen dich. Achtung, das Hund ist weg. Ja, Achtung, Wolfgang, du stehst in der Kacke. Fast. Nicht zur Seite treten, einfach einen Schritt nach vorne. Nee, jetzt hab ich kein Problem, wir kennen uns ja ja. Kennt ihr doch ja nicht. Hier, davon. Hier, Wolfgang, du bist doch immer hier vor der Kamera. Ach, das ist die Kamera. Das ist die Kamera und die sitzen dahinter und gucken sich das an. Das ist euch so schlimm. Ja, ja, ihr kennt ja zu viel. Nee, ja, ist ja klar. Jetzt kannst du noch zwei mehr. Nein, ach nee. Komm doch mal schnell. Ich wusste nicht, wo ich hinkriege. Weil eben jede Blonde vorbeigekommen ist auch. Ja. Die ich immer kenne, ja. Kleine Blonde ist immer gut. Kleine Blonde ist immer gut. Ja, ja, ja. So, mit einem Gang fährst du jetzt weg. Mit einem Gang. Mit einem Gang. Hier mehr. Stopp. Wir sehen uns. Alles Gute, ja! Sie kennen dich aus dem Internet. Doch, über mich, damit. Du bist im Internet. Grüße bist du. Die kennen dich alle schon hier. Ja. Der Wolfgang ist schon eine Internetpräsenz. Für sich. Ich dachte, komm mal schnell, winkt er, winkt er da. Das ist ja witzig. Ja, das ist hier in Charlottenburg eine Gießerei gewesen. Und die haben da eine Auflösung gemacht und davon haben wir das alles. Mhm. Ach so, okay. Mhm. Hallmann hießen die. Mhm. Alte Bronze Schacht hier. Bon. Gestellt habe und hast den gefunden, ja? Ja, das ist dörr. Er ist etwas eingedörrt, ja. Eingedörrt. Ich habe mich auch gestehen sehen, ich wusste jetzt eigentlich von wem der war, aber ich dachte mir... Naja, es ist ja das gleiche Glas, also dachte ich, ich müsste es vielleicht erkennen. Ja, das war der One-Speed Driver. Oder so. Mit seiner 5-Speed Motorrad. So. Sehr gut. Alles klar. Bis dann. Ich meine, das fand ich gar sehr nett, dass ich von OHV oder wo die Nummer herkommen, ja. 20 Kilometer sind sie hier gefahren. Ja, ja, aus dem ich. Norden Berlins. Ja, ja, gut, OHV, die Auto, im Moment wusste ich OHV. OHV. Sagt man doch irgendwie, die Auto sagt man irgendwie. OHV. Oberhavel Spree, ja, ja, das ist richtig, das ist hier unten da. Ja, ja. Das ist erstaunlich, ich hab die noch nie gesehen, oder ich kannte, das ist ein Zufall, das ist eine schwere Maschine. Hat der auch gedacht, ich kann Motorrad, ja, oder wie? Weil er mit seinem schweren Ding ankam. Nee, der wollte mich mal besuchen. Ja, der wollte den Fahrradsalon mal sehen, ja, ja. Ach so, da war. Das ist doch hier alles auf YouTube, weißt ja, du? Ja, ja, ich weiß, macht ja, ja, nee, ist ja alles klar. Ja? Und da wollte er das sich mal angucken und dann kam er heute und dann hast du gerade aufs Fenster geguckt und ja, guck, da ist Wolfgang wieder, typisch, aufs Fenster guckt er. Da habe ich gewunken und dann kamst du her. Ach so. Und dann haben sie gefreut, ja, die wollten dich auch sehen, klar. Ach so, war ja, in live. Ja. Die sehen es ja immer nur am Fernseher, musst du dir vorstellen. Ja, 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 ja. Die sitzen ja da und gucken. Ja, ja, nee, nee, ja. Der repariert bei dir Fahrräder, ja. Ja. Hm? Der repariert bei dir Fahrräder, ja. Der Felix repariert, oder zumindest probiert er jetzt zu Fahrräder zu reparieren. Der Felix kann eigentlich Räder reparieren, aber heute ist er, er ist jetzt... Aber ich komme wieder. Er kommt wieder, hoffentlich kommt er wieder. Irgendwann mal.
jetzt auch schon wieder mit Brezel. Da sagt sie irgendwann, und dann schießt er mich über den Haufen, weil er denkt, ich bin jemand anderes. Und dann habe ich gesagt, nein, Gabi, das macht er nicht, weil der hat immer hier kleine Knarre gehabt, vorne drin, und abgesegneten Schrot hat er auch. Da war noch. Das ist ja Alex. Der hat eine Knarre immer vorne drin gehabt und ein abgesägtes Schrot. Was ist denn das, Alter? Wir laufen die so rum, ja, dann schießt er mich über den Haufen. Ah, weil er dachte, ich bin wer anders. Dafür sieht er aber noch gut aus. So, dann geht er weg, aber. Okay. Ja, der ist von dem Rad hier gewesen, aber. Wir fahren bis jetzt noch. Ich bin lange die Tischler. Die bin Tischlerin? Ja. Naja. Ja, aber die haben auch zu tun, wa? Ja, ja, sie. Nee, darum geht es ja gar nicht. Bloß, wie sich das hier zu tun hat, hat sie mal gesagt. Bloß, ich kannte die irgendwie denen so wie nett. Boah. Ich hatte keine Freude, dass einer mal hier war, sozusagen. Ja, ich habe mich gefreut auch. Wa? Wolfgang hat sich auch gefreut, wa? Wolfgang? Ja, klar, logisch. Ja. War also, das ist immer schön. Ich habe ja auch kein Internet. Hallo? Okay, Internet oder so, wenn man so was machen kann oder so, ja. Weißt du? Ja, ja. Aber ist ja überhaupt mal was geworden, wo wir damals in der linke Ufer, da ist ja damals schon mal was rausgekommen. Wo denn, was denn? Linke Ufer, wo wir mit den Stichsee, mit den Kettensee mal was gemacht haben. Damit. Wie, was da? Dann hast du doch gesehen bei Alex? Nö. Ach, hör auf. Ich hab bei Alex nicht gesehen. Hat er dir doch gezeigt? Ach, wo, was denn? Oh Gott, der Wolfgang. Du, der hat mir nicht gezeigt, was denn? Ich hab von den Jahren nicht gesehen. Das Video hast du noch nicht gesehen? Ach, wo, denkst du, ich will ja nicht fragen. Hi. Ich denke mir, was macht er, das dauert doch jahrelang. Ich hab ihn vor drei Wochen. Muss ich dir mal zeigen. Das ist ja nicht so schlimm. Lass doch mal Kopfhörer offen, dann kannst du dir das angucken. Ja. Wolfgang mit Kettensäge. Das hast du nicht gesehen? Nein, Wolle mit Kettensäge? Wenn ich dir das sage, hat er nicht gesagt. Alex, Mensch, du böser Junge. Ja, Wolfgang, ja. Mit Kettensäge. Muss er dir mal zeigen? Naja, mach mal. Shirley Holmes. Shirley Holmes, Wolfgang mit Kettensäge. Wer das sehen will, das Video von Shirley Holmes, wo Wolfgang mit einer Kettensäge romantiert. Und Alex auch. Und ich auch. Gerade Post bekommen hier. Der Felix geht jetzt kurz mal weg. Der kommt dann gleich wieder. Sagt er. Die Malis haut auch ab jetzt. Post habe ich bekommen. Willst du die mal aufmachen? Was ist das? Mach mal auf. Kriegst du einen neuen Chip? Ich weiß nicht. Naja, wo ist das ja Rücksendezentrum? Wie Rücksendezentrum? Steht ja. Ich hab einen neuen Chip gekriegt. Aber ich habe ja nichts zurückgeschickt. Das ist bestimmt von dem Kollegen, der mich sponsern wollte. Mann, ey. Danke. Danke, danke. Ja, weil ich hab ja meine kaputten Chips noch. Habe ich nicht zurückgeschickt, ne. Wow. Genau, ja. Ich hab Felix die Hälfte eben jetzt. Jetzt muss er erstmal los nachtanken. Ja, das sieht ja leider auch aus, ne? Tremor. Das ist so nass. Hä? Ich dachte erstmal, das Auto mit meiner Fahrräder. Hä? Erstmal klaut jemand deine Fahrräder. Du hast gedacht, das klaut jemand meine Fahrräder? Ja, ja nicht direkt, aber. Ja. Stündchen oder ein Jährchen? Wann kommst du wieder? Ein Stündchen oder ein Jährchen? 100 Minuten maximal. 100 Minuten maximal? Mich bewegt das. Naja, wir machen ja Pauschale, ne? Aber trotzdem, ich kann nur bis 9 auf. Das wirst du schaffen müssen. 16:11 Uhr. Okay. Nee, komm mal, dann bist du hier, bist du wenigstens so ein bisschen hoch abgelenkt, vielleicht beschäftigt, was weiß ich, keine Ahnung. Genau. Ich weiß nicht, ob es dir gut tut. Manchmal kommt es ja auch drauf an, ja, wenn man, dass man auf dumme Ideen kommt, weil man ja nichts Besseres zu tun hat, ne? Mal kicken. Da muss man ihm mal hoch anrechnen, dass er sich jetzt gerade gemacht hat und ihm das Geld verdient hat und nicht ergaunert hat oder sonst wie. Ja. Das rechne ich ihm ja wirklich hoch an jetzt. Ob er nochmal wiederkommt, das ist zu bezweifeln. Also ich fürchte, wir werden heute alleine bleiben.
bin ich gespannt. Vielleicht kommt er ja auch wieder. Vielleicht, das wäre toll. Das wäre gut. Wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Wir hatten ja auch schon mal, dass er 3 Tage hier war. Mal so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, inwiefern das legal ist. Wahrscheinlich nicht, weil ich beschäftige ihn ja in gewisser Weise. Aber eigentlich beschäftigt er sich ja bei mir. Also in erster Linie ist das nicht so als Beschäftigungsverhältnis zu sehen, weil er kann gar nicht konzentriert arbeiten. Das ist regulär, müsste ich das noch bezahlt bekommen, sogar wenn ich so eine Leute hier habe. Dass der Staat sowas nicht macht, ist schon ein bisschen. Da gibt es bestimmt auch Einrichtungen und so, aber die meisten wollen dann wirklich nur Geld kassieren dafür. Ja? Wie gesagt, die kriegen es ja bezahlt und die kriegen dann so viel, unverschämt viel bezahlt, dass es so aus reiner Nächstenliebe, aus reinem Idealismus macht da, glaube ich, kaum jemand was. Ne? Also da gibt es bestimmt auch ein paar, ich will jetzt keinem Unrecht tun, aber die meisten machen es doch nur, dann bieten sowas an, weil gut bezahlt wird vom Staat. Mehr ist es doch nicht. So, ich schraube mal so ein billig hier Zellesattel auseinander. Mal gucken, was man da noch löten kann, weil der ist hier eingerissen überall. Ne? Mal gucken, ob man den neu beziehen kann oder neu, ob man da, was man da machen kann. Was der Hersteller so anbietet, was möglich ist, nutzen wir jetzt aus. So. Ab damit, weg damit, die Puffer weg. So, haben wir. Das ist natürlich hier schon eingerissen. Hier macht hier wenig Sinn, eigentlich da was zu investieren. Aber schauen wir einfach mal. Tja, jetzt haben wir das Ding hier runter. Jetzt löse ich die ganzen Klammern hier. Diese ganze Verklappung. Genau genommen ist gar nichts zu tun gerade. Und die Sättel, die fallen halt an. Und ich habe da bestimmt auch schon 5-6 Stück von weggeschmissen. Das ist eigentlich total bescheuert. Das, wenn ich das so sehe, hier ist das sehr simpel wieder neu gemacht. Ne? Ja. Okay, es ist mittlerweile ein bisschen abgesessen hier. Wir gucken mal. Ja, das ist natürlich mit Sprühkleber. Bye-bye. Also ich finde das total super ey, mit der Speicherkarte, ey, das freut mich total, weil das zeigt mir wirklich, dass das finde ich richtig gut. Ich mache wirklich vieles alleine und alles versuche ich selbst auf die Beine zu stellen, bloß na, sowas ist natürlich auch ein Zeichen von Anerkennung. Ne? Also finde ich echt super, ist ja gar nicht nötig und toll. Das sind ja 256, also ja. 256 GB? Nee. 256 GB? Oh, 128 ist doch. Alter, ich glaube, das kann aber leider Gottes sehe ich gerade. 256 kann die glaube ich gar nicht, die Kamera. Wahnsinn, ey. Was kosten so was, ey? Hör doch mal auf. Oh, das
weiß ich nicht, ob das die Kamera kann. GB, hör auf, das hat da richtig Geld gekostet. Danke. Wahnsinn. Wahnsinn. 16,2 Stunden. 16,2 Stunden kann ich aufnehmen? Wahnsinn. So, das ist jetzt eine kurze Testaufnahme jetzt mit der Kamera, mit der Karte, mit der neuen Karte. Gesponsert von... Ich muss mir den Namen unbedingt mal aussuchen. Gesponsert von Frankfurt am Main, Bahnhofsviertel. Hört sich falsch an, aber vom Bahnhofsviertel Frankfurt nochmal. Ja, nein, also nicht von hinterm Bahnhof das Viertel, sondern vom vorm Bahnhof das Viertel. Was war denn das? Mein Telefon klingelt. Alter, mein Telefon klingelt. Ja, bitte? Ja? Hä? Ich höre, ja. Frontfreilauf. Kann das sein? Oh, den Abzieher für das Ritzelpaket hinten. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, wie der aussehen muss. Ist ja ein Ding, mein Telefon klingelt just in dem Moment, wo ich es gerade anhabe. Ey, ich meine, wann habe ich mein Telefon an? Ich habe es jetzt an. Ich habe es gerade angemacht, um eine Aufnahme zu machen. Krass. Und jetzt klingelt mein Telefon und das ist auch noch wichtig. Das ist ein Kumpel von meinem Sohn oder so. Die sind auf der ÜLO gewesen zusammen. Und die haben Shimano FF-System, also Frontfreilauf ist das ja. Ob ich mich damit auskenne? Ich sage, naja, Frontfreilauf. Ja, auskennen ist zu viel gesagt. Ich kenne das. Brauchen Sie einen Abzieher? Jetzt kommen Sie mal vorbei. Die haben sowas noch nie gesehen. Was ist denn das? Frontfreilauf? Ja, genau. Ach, im Tretlager, ja. Frontfreilauf? Genau, im Tretlager hast du die, ja. Den. Ne? Aber den kriegst du ja so ab. Da ist nur mit Sprengringen gesichert. Aber für ein Ritzelpaket hinten ein Abzieher. Ha, das weiß ich nun wieder nicht. Weil das ist ja auch eine starre Narbe. Darf man nicht vergessen. Das ist eine, die ist fixt. Und so weiter. Vielleicht. Bahnrad, ne? Vielleicht muss man da irgendwie improvisieren. So, ich hoffe, die Aufnahme ist was geworden. Okay, ich, ja, hier ist auf jeden Fall auch was geworden. Ist auch was geworden. Der Felix guckt ja schon seit einer ganzen Weile. Ach so, ja, ich wollte ja auch noch was anderes tun heute. Ja, ja, wollte ja auch noch was anderes tun. So. Ja, ich bin ja keiner, der irgendwie antreibt, ne, aber... Hilfe zur Selbsthilfe genügt ja echt manchmal, aber... Genau. Bei manchen Leuten bringt es halt gar nichts. Genau. Na gut. Beim Felix. Aber bevor ich mich fragen lasse. Selber entscheiden, wie und so, wann. Die Kamera ist an, ja. Funktioniert! Okay. Nee, bevor das peinlich wird, ja, mache ich dann mal okay. Köpfe mit Nägeln. Na, hast du denn jetzt gefunden, was du wolltest? Köpfe mit Nägeln. Ja, eine Sache auf jeden Fall. Dabei ist mir noch eine andere eingefallen. Natürlich. Und eine dritte auch noch. Deswegen. Das ist ja noch was eingefallen. Das Schöne ist, manchmal hilft es echt, einen Notizblock beizuhaben. Ohne Scheiß. Das ist so blöd wie klingt, so altmodisch und einen kleinen Bleistift oder so. Der schreibt nämlich immer mit Bleistift, genau. Deswegen Bleistift. Okay. Niemals Kugelschreiber oder Tinte oder so. Läuft aus, ist ekelhaft, friert ein, etc. Genau. Ja. Bleistift. Und dann aufschreiben. So, da ist er wieder, Tommy. Ey, die Karte funktioniert. Ich bin ja happy, Alter. 256 ist das dein Ernst? 256 fucking Gigabyte, Alter. Danke. Danke, danke, danke. Also wirklich, Wahnsinn. Ich als Grobmotoriker packte das jetzt natürlich, ja, meint er, bist du Grobmotoriker? Weil die Karte mir kaputt gegangen ist das letzte Mal. Ich packte das jetzt fein in diesen SD-Adapter. Und dann werde ich die nachher erst wieder zu Hause wieder rausnehmen, ganz vorsichtig. Und dann, ach, so geil. 256 hier, sowas kann sich doch kein Mensch leisten. Okay. Wahnsinn, ey. Ja, weil vorhin war eine locker gewesen. Naja, es sind ab und zu, musst du ein bisschen gucken, irgendwie bei den. Na, hau mal rein. Jawohl, das siehst du, wenn es so einfach ist, macht es doch Spaß. Gerade bei Licht, ne? Wenn es so einfach ist, ist es doch toll. Ja, klar.
immer wieder. Ich quatsch mittlerweile jeden an, der entgegenkommt oder nicht. Sie weiß schon, was sie sagt. Ja. Du hast gedacht, ich hatte das Ventil nicht richtig zu. Das Ventil war doch offen. Herrgott, was soll ich denn dann halten davon? Ja, weil entweder hat es mir jemand aufgemacht, ja, oder mir den Reifen durchstochen. Ich hatte mir schon gedacht, irgendjemand. Was reicht das von unten? Was macht ihr hier? Nee, nein, komm, der Stoff. Einfach mal. Der ist wohl nicht durch. Neuen Mantel auch, oder? Nee, neuen Mantel will sie nicht. Okay. Das wäre zu teuer. Ja, ja. Obwohl der eigentlich durch ist. Du so was? Also vorne, dann nach hinten und so was. Wechseln. Nee. Das kostet der Doppelte, wenn du so willst, dann nach Zeit. Völlig blind, reingefriemelt. Moin. Jetzt ums Richtige. Ja. Ja, bitte? Hallo. Pizza-Service. Pizza-Service. Mhm. Seit wann machst du das eigentlich mit YouTube? Seit 2 Jahren. Ja? So lange schon. So lange schon, ja. Ja, da bist du aber bestimmt ein riesen Fan gemacht. Ja? Mal kicken. Sind die Ritzel und der taugt nicht. 1,5 Jahre, dann muss ich so einen Antrieb wechseln. Das ist mir zu teuer. Das ist nicht mein Ding, nicht mehr meine Generation. Ist das mein Schlag? Ich noch Radial. Achso, ja. Der hier Radial eingespritzt, ist ein Schuss. Ich kann den jetzt hier ein. Hä? Hab ich. Ja, bitte schauen. So. Wegräumen. Ja, wegräumen. Ab. Jetzt gehen wir raum da. Räum, Kommando. Kommando. Aber auf. Warst du dieses Jahr eigentlich länger? Roma. Achso, bei dir im Sommer, stimmt. Ja. Die Bereiche im November immer noch hier sitzen. Weil diese Scheiße, ey. Nee, kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Das ist echt problematisch. Das ist nicht gar nicht. Hast du schon Urlaubspläne oder was? Naja, Pläne habe ich für Urlaub immer, aber ich mache nie. Ich werde mal Tretlager an. Lager mal den Tretlager. Ah, siehst du, deswegen. Ja, jetzt steckt er nämlich komplett drin. Warum ist der Marathon Plus platt? In der Seitenwand steckt ein Dorn oder irgendwas. Gucken wir mal. Das kann man wahrscheinlich nicht mehr sehen hier. Sieht man diesen kleinen Dorn, der hier drin steckt? So,
beschäftigen wir uns mal mit dem Tretlager hier. Hallo. Hallo. Tja. Wir sollten den Keil ersetzen, ey. Der ist hin. Plan schleifen. Der Hähne ist ein bisschen schwach. Zu lange gebraucht. Ja. Tja, was soll ich sagen? Funktioniert wieder. Meine Hände sehen total beschissen aus. Jetzt wahrscheinlich ist die Kamera auch noch ausgefallen. Oder? Nein, sie läuft. Was ist denn heute los? Heute läufst du? Hast du eine neue Karte sicher in Sicht, ja? Dann leuchte wie Sau. Unglaublich. Tonight is the night. Offene? Fertig. Will er offen? Achso, offen. Offen will er. Wer ist denn ihr? Ja, ja, du weißt schon, das ist Berliner, ja. Der Bär mit der Riebsche. Was? Der Berliner Bär. Prostatis, beim Prostatis! Ja, ich verabscheue mich. Auf alles, was hart ist. Bist du auch ein Qualmweg-Puster? Ja. Gestehe ich. Ja, voll der Abpuster. Nicht ein Abhuster, aber ein Abpuster. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. So, was willst du da machen? Dran ein schönes Bauer? Oh, mit Originalschutzbrechen. Oh, alles Original. Mann, schön, schön, schön. Mann. Das ist ein Markt, das haben die noch nie entdeckt. Es gibt so geile alte Schutzbleche und man kauft immer nur diese Scheiß. Ja, guck dir mal an. Diese SKS oder wie die heißt. Guck dir mal an, wie geil die sind. Ja. SKS war mal sehr geil. War früher, diese Olympic-Serie. Ja. Weißt du? Und die gibt's nicht mehr. Und davor die. Und in farbig, in allem. Oh, auch mit so hier. Richtig und geil. Schön. Das ist schade. Und in Frankreich gab's oder in Italien glaube ich auch diese geriffelten. Die Hammerschlag. Ja. Auch ne? Schön. Auch wirklich toll. Aus. Aber Bauer. Aber Bauer. Ey, das ist ja. Guck dir mal die Lampe an. Guck dir mal die Lampe an. Wie modern ist das denn? Guck dir mal die Lampe an, ja, guck doch mal. Ja, mit Schalter oder was? Und hier so. Nein, naja, nee. Mit, das ja, ist der Quick Release, damit man aufmachen kann. Aber kann ja jeder wieder hin zum Kurz, kann er die Lampe klauen. Ist ja völlig beknackt. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, aber recht. Das hier ist Sport Edition, ne? Nee, das heißt auch Namen. Kann ich fessen? Ja. Ich bin ja der vergessliche Orient. Genau. Wir nutzen mal intelligenterweise, um Züge ausführen zu lassen und sagen den Leuten einfach. Sie wollt.
Das ist ein Autounfall gewesen, obwohl es ein Fahrrad ist, das ist ein Ding, oder? Das ist paradox, also das ist fast schizophren. Stell mal vor, stell mal vor, bist du ein Stevensrad und hast einen Autounfall. Lebst du denn? Oh Mann, ey. Auto oder Fahrrad? Ey, völlig uncool, ey. Sag mal, ey, was, du hast einen Autounfall gehabt, ey. Mann. Hallo? Aber du merkst schon, dass es dir noch gut geht, oder? Jetzt sind die Transgender unter den Rädern, möchte ich mal sagen, oder? So, man könnte es scharf formulieren, aber ja. In der Sache, es kommt... Ist schon richtig. Oh, vom Prinzip, das war die Kamera. Das ist kaputt. Ich habe schon erkannt, dass es das ist, ja, eigentlich vom System her. Ja, ist schon schon da. Ja. Okay. Ja, oder ich dachte, dass es schon irgendjemand mal gedacht hat, es wäre besser, die weicher zu machen, ne? Damit man die eben austauschen kann, aber... So weich wie wir sind Das Problem ist doch, dass Kinder. Das Kinder mehr, genau. Das Kinder auch mehr heutzutage weiß, wie man den Keil, dass man den nachziehen muss. Da geht's ja schon los. Und die fahren und fahren und dann lutschen sie die ganze Achse, die ganze Welle rund und. Okay. Ja. Ist halt Müll. So, jetzt. Das hier steht, ist aber das und das und das hier noch. Pegasus, erstmal ein Pegasus. Ja, vielleicht kann ich auch noch. Ja, mal gucken, ob du ihn schaffst. Ich ertrinke gerade an Arbeit. Ich kotze richtig ab. Alter Schwede. Den ganzen Tag so lasch dahin geplätschert, ja. Und jetzt kommen... 6-7 Räder gerade drin. Boah, ey, Alter. Prost. Oh, warum läufst du denn? Ey, egal. 127 Lager, ruhig. Ich flipp aus. Rennradreifen, ruhig. So, next, Peugeot platte Reifen. Ja, ist halt dunkel, ne? Ja. Ist halt dunkel. Ja. So, den haben wir jetzt. Die sind alle fertig bis auf der Tretlage, das muss ich bestellen, aber nicht die richtige Länge dort. Oh. Hier ist doch scheiße, ist doch total verbogen hier. Immer vom Gegenschlagen. Pock! Also, na, ich mach mal, ich bieg mal zurück, probier ich zumindest. So. Haben wir auch. Next. So. Ja. So, Kurbelarm ab. Pedale ab. Hier sieht man schon, hier ist total gebrochen. Sieht man das? Das sieht man. Das muss ab. Der macht Kinderquatsch. Der baut da Blumenkästen oder so, oder? Ja, ja. So. So eine Sitzbänke. Mensch, der Felix ist noch hier, der hat durchgehalten. Ey, schaut mal an, Alter. Schaut den mal an, wie er aussieht. Oh, Mann. Ich will mal auf Movie gehen. Movie gehen!
Es gibt ein Wort dafür, ja. Irgendwie hieß das so zwar ganz anders. Ich habe ein Movie gehen. Ich habe ein Movie gehen. Movie. Aber du warst ja schon mal Fernsehen. Ja, mit meinem Fahrladen, also mein Zuhause. Mit deinem Zuhause? Der war schon mal im Fernsehen mit seinem Zuhause. Erzähl doch mal, wo war denn du? RTL? Ja, nee, doch nicht RTL. Was war deins? Frühstücksfernsehen. Ja. Die brauchen ja jeden Scheiß. Frühstücksfernsehen, genau. Frei! Nee, die haben im Internet nach den 10 besten aus dem Internet geguckt. Ne? Und was war? Warst du Nummer 1? Ja, klar. Er war Nummer 1, Alter, von deinen 10 besten Fahrrad-Wildschrauern. Wildschweinschrauern. Da war doch so, wa? Ja, die haben genau recherchiert und dann aber im Umland von Berlin, also oder in Berlin, ne? Und und das Lustigste war, der Typ, der auch im Internet angeboten hat, hat selber sowas wie einen Fahrradladen gehabt, offiziell. Ja. Und der hat die schlechteste Reparatur von allen Affiliaten. Also wurde einmal geguckt, was hat der für Arbeit geleistet, ne? Und was wollte er dafür, wa? So. Und dann haben sie es halt durch Fachpersonal anklicken lassen, bla bla bla. Ja, und dann irgendwie ermittelt mit irgendwelchen Tabellen und sonst irgendwie. Ja, und der Typ, der die miserabelste Arbeit abgeleistet hat war wirklich am teuersten. Genau. Und hat einen Fahrradladen. Und war wirklich auch noch der teuerste, nicht verhältnismäßig, sondern vom Preis. Der hat 170 Euro verlangt. Was? Für dieselbe Aufgabenstellung. Was waren bitte? Ich glaube, ungefähr. Einmal einen Bremsklötzel wechseln, also bei Kantis, ne, waren schon alte Gurke. Dann irgendwie sollte man einen Schlauch wechseln oder flicken halt oder so, ne? Dann habe ich den noch neue Reifen draufgezogen, weil die total hinüber waren, war. Hat der Unschick also gemacht. Einmal alle durchchecken und so. Sozusagen. Genau, eigentlich, ja genau, aber ja, es waren schon ein paar Sachen jetzt extra kaputt, ne? Also ne, irgendwo vor hinten an den Bremsklötzel austauschen. Hast du dir gemerkt eigentlich, dass es defekt war? Nee, aber erst als sie es wirklich kurz bevor die es dann auch eröffnet haben, der hat die so eine versteckte Kamera gehabt. Zum Knopf. Und dann rede ich so mit dem und dann. Und hat aber noch nichts so durchblicken lassen. Er war voll seriös noch. Irgendwie dachte ich aber, wie ich da gucken? Ach nee, der hat aber hier so einen Knopf. Also der eine Knopf vom Hemd sieht anders aus als alle anderen. Was soll denn das? Und so. Er hat gesagt, nee, oder? Und dann in dem Moment sind sie dann durch die Tür gestiegen. Ja, aber da hattest du die Arbeit schon gemacht. Ja, ja, klar. Haben die dich beobachtet beim Arbeiten? Dann, ja, das haben sie dann aber nur offiziell gemacht und so. Sonst die anderen haben sie auch gar nicht. Mich haben sie als einzigen dann so. Ja, gefilmt. Nee, ich meine, aber wie du die Reparatur ausgeführt hast? Achso, nee, Nee, aber die haben es durch einen Fachmann ebenso, wie wenn man ne, danach guckt, ey, wie ist denn das alles hier zusammengeschraubt und so. Gucken, wie fest jetzt die Schrauben, dann bei Bremsen, wie sind die eingestellt, ne? Und klar, habe ich mir eine halbe Stunde Zeit genommen, alleine die Bremsen einzustellen, ja. Natürlich ist das gut geworden, ja. Du warst der Längste. Du warst der Beste. Und das Krasseste ist, ich habe die beste Arbeit abgeliefert und war am günstigsten noch. Was hast du genommen für alles? Wo der teuerste 170? Ich 40. Wie viel? 40. 40? Ja. Oder für, ja, 35. Aber wäre für einen Fahrradladen natürlich der Preis 30. nicht rentabel gewesen. Nein, vor allem mit der Zeit und so nicht. Oh, nee, das ist noch in der Zeit so, ja. Schnell, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Rin in Ständer damit. Hey, wir schaffen es. Hep. Thymian? Teamwork. Das klingt interessant. Dann da hinten biegt sie sich raus. Und jetzt die nicht schon, hat sie den Verschleißindikator? Die ist durchgebremst, das hat ihr gesagt, aber. Ja. Hat ihr gesagt, der guten Frau, siehst du, der Kollege sitzt in Auto. Ja. Mhm. Ist mit lockerer Bremse gefahren. Hör, was ist denn das? Ja. Mhm. Geil, so Pocke. Die ist Pocke. Ja. Und so muss sie eigentlich dann auch hinten sein. Aber der Zug ist schon alt, wenn der Zug jetzt noch neu wäre. Ja, sag ich ja, ich habe den so gern verbaut. Und halt, und das Gute ist ja, dass Tektro, ne, dieselbe Fabrikationsstrecken benutzt wie Evid. Nur natürlich nicht alle sehen. Der Anschlagpunkt ist auch geil hier vorne, ganz weit außen.
Es ist so geil. Die Feder alleine, wie die formt, das ist schon geil. So, ich würde mal sagen, das war's für heute. So sieht eine geile Feder aus. Ne? Ja, so sieht eine geile Feder aus. Ja, nicht so ein Lutschpuffer wie bei den Promax-Bremsen draußen. Das war's auf alle Fälle für heute. Der Felix war heute da den ganzen Tag. Unglaublich. Jetzt fällt er auch noch ans Essen. Aber wir brauchen immer Schrammen und Beulen. Jeden Tag braucht der sowas. Der steht nämlich drauf. Blutest du wenigstens? Ja, wo sind die Pflaster? Wir haben soweit nicht. So, dann sehen wir uns morgen wieder, liebe Leute. Macht es gut. Bis dann. Ciao, euer Tommy und der Felix. Bis dann.